Ende des Lebens ist für viele ein Tabuthema. Aber wir reden diese ganze Woche darüber hier im Top Fokus. Herzlich willkommen zum Magazin. Haben Sie sich schon mal überlegt, was passiert, wenn jemand aus Ihrer Familie plötzlich stirbt? Oder was mit Ihrer Familie ist, wenn Sie plötzlich gehen müssen? Im ganz normalen Alltag wird der Tod meistens ausklammert und wenn dann etwas passiert, ist man überfordert. Das Friedhof-Forum im Zürcher Seelfeld will genau das ändern und die Menschen auf die außergewöhnliche Situation vorbereiten. In der Schweiz sterben jährlich 60'000 Menschen. Wenn jeder von diesen Todesfällen 4 bis 8 Hinterbliebene berührt, sind jährlich 250'000 bis 500'000 Menschen mit dem Tod konfrontiert. Trotzdem ist der Tod heutzutage etwas, das im Alltag bei den meisten Menschen nicht thematisiert wird. Das ist aber laut Christine Süssmann vom Friedhof-Forum nicht immer so gewesen. Vor 100 Jahren oder noch etwas länger sind die Leute daheim gestorben, daheim aufgebahrt worden. Man hat Trauerzeuge gesehen, die Glocken haben geläutet, man war schwarz angelegt, man ist mit ins Grab gegangen, man hat den Tod einfach miterlebt. Oder? Und heute sieht man ihn nicht mehr. Es ist so in den Händen von Fachleuten vieles. Christine Süssmann ist überzeugt, dass die meisten Leute noch nie einen toten Menschen gesehen haben. Und auch die Angestellten vom Bestattungsamt Zürich haben in den letzten 10 Jahren die Erfahrung gemacht, dass immer mehr Leute mit dem Tod überfordert sind. Hauptgrund ist, es ist einfach in den letzten Jahren der Tod so ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung entschwunden. Es hat sich im Bereich von Sterben, aber auch von Bestatten, Trauer hat sich sehr viel geändert in den letzten Jahrzehnten. Durch den distanzierten Umgang ist sehr viel Wissen über den Tod verloren gegangen. Man weiss nicht mehr, wie mit einem sterbenden Menschen umgehen, was der Tod bedeutet oder wie man trauern kann. Gerade da will das Friedhof-Forum ansetzen. Das Forum ist dazu da, dass die Leute sich schon während dem Leben Gedanken über den Tod machen. Dass es auch gut ist, mit Leuten, mit den Angehörigen darüber zu reden, über ein Thema wie Bestattung zum Beispiel. Weil mit dem befasst sich niemand oder wenige und dann kommt ein Todesfall und dann muss man in kurzer Zeit vieles entscheiden, was dann doch recht langfristige Wirkung hat. Das Friedhof-Forum bezeichnet sich selber als Büro für die letzte Reise. Es vermittelt Informationen, hilft im Voraus zu planen und will dazu anregen, über den Tod nachzudenken. Damit der Tod ins Leben integriert wird, greift das Friedhof-Forum das Thema Tod auf verschiedene Arten auf. So gibt es Veranstaltungen wie eine Fotoausstellung, es finden Konzerte auf dem Friedhof statt oder der Tod wird als Kunstprojekt bearbeitet. Und etwas ganz Spezielles: Im Laden vom Friedhof-Forum werden auch Parfüm in der Duftnote Regenwurm und Dreck angeboten. Genau wie das Angebot im Friedhof-Forum ist das Thema Tod unglaublich vielschichtig. Der Tod ist sowieso neben der Liebe, ich glaube, das grosse Thema in der Kultur, in der Kunst, Literatur. Oder? Das ist etwas, das viele Leute bewegt und viele verschiedene Arten von Kulturmachenden bewegt. Und auch verschiedene Fachgebiete, also Medizin, es geht in die Stadtplanung rein mit den Friedhöfen, in die Architektur, mit den Gebäuden. Es geht um Fauna und Flora hier auf den Friedhöfen. Es ist ein historisches Thema, also es greift in so vieles rein. Das Friedhof-Forum zeigt die vielen ganz unterschiedlichen Aspekte des Todes auf und bespricht so ein Thema, das mehr im Leben verankert ist, als es seinen Namen würde vermuten lassen. Damit schliessen wir unsere Serie über den Tod ab und berichten nächste Woche an dieser Stelle, wie der Pfarrer Sieber Obdachlose durch den Winter begleitet. Jetzt geht es bei uns weiter mit Sarah Machts und gerade nachher den Ausgangshighlights von diesem Wochenende in den Top-Tipps. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende und bis dann einen schönen Abend.